Hello, my fellow Europeans. Bonjour de Flensburg. Moin, je m'appelle Philippe. Je suis journaliste de télévision. Et l'Académie Saint-Marc m'a demandé d'expliquer pourquoi le Minority Safe Pack est important pour les gens de Schleswig-Holstein et pour tout le monde. And therefore, you and I together will attend a meeting of the Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten. Die FUEN ist ein Dachverband der europäischen Minderheitenorganisationen. Sie ist sozusagen zuständig für die Lobbyarbeit für die kleinen Gruppen und Sprachgemeinschaften in der Europäischen Union. Minderheiten in Schleswig-Holstein sind Sinti und Roma, Dänen und die Friesen. Es gibt in der EU sehr viele dieser kleinen Gemeinschaften. Insgesamt gehören 50 Millionen Menschen einer Minderheit an. Die FUEN will rechtliche Verbesserungen für Minderheiten durchsetzen. Bei diesem Treffen in Flensburg geht es zum Beispiel gerade darum, wie die Minderheiten ihre Themen über die Bürgerbeteiligung, über die Konferenz zur Zukunft Europas einbringen könnten. Außerdem informiert die FUEN die Mehrheitsgesellschaft über die Minderheiten. Sie wirbt für die Pflege der Sprachen und für Mehrsprachigkeit in den betreffenden Regionen. Oder sie zeigt auf, welche kulturellen Einflüsse auf Minderheiten zurückgehen. Zum Beispiel das Brauchtum des friesischen Julbaums, der in Ermangelung von Tannenbäumen gebastelt wurde. Roman Robleck ist juristischer Berater bei der FUEN. Sein wichtigstes Thema ist der Minority Safe Pack. Darum geht es um eine europäische Bürgerinitiative, die die EU dazu auffordert, ein Paket an Minderheitenrechten auch im Rechtsrahmen der Europäischen Union zu verankern. Derzeit ist die EU nicht für die Minderheiten zuständig, sondern die Nationalstaaten sind weiterhin für die Pflege zuständig. Ja. Ist das ein haltbarer Zustand? Das ist kein haltbarer Zustand, weil eben es vielen Minderheiten nicht so gut geht wie den Minderheiten, die halt sehr starke Rechte haben. Das ist natürlich in jedem Land auch historisch bedingt, wie stark die Rechte der Minderheiten des Staates ausgeprägt sind. Aber Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union sagt ganz klar, dass die EU auch für Minderheiten zuständig ist und dass sich auf die Minderheiten sorgen soll. Und das ist auch der Grund, warum die Minority Safe Pack Initiative ins Leben gerufen wurde. Für die Initiative haben 1,2 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger unterschrieben. Es handelt sich um ein Paket mit einer Reihe von Vorschlägen für Gesetze. Es geht um Förderprogramme für Sprachgemeinschaften, aber auch um Urheberrecht und freien Zugang zu Mediatheken. Denn Geoblocking erschwert Minderheiten den Zugang zu Filmen und Podcasts in ihrer Muttersprache. Zum Beispiel jemand, der in Dänemark lebt und der deutschen Minderheit angehört, hat keinen Zugang zur ARD-Mediathek, zum Tatort zum Beispiel. Viele Inhalte sind geogeblockt und dieses Geoblocking ist genau für Minderheiten ein großes Problem, weil sie einfach den Inhalte auf ihrer Muttersprache nicht in den Online-Plattformen der öffentlich-rechtlichen Medien konsumieren können. Und dafür setzen wir uns ein, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Es gab einen Rückschlag. Was ist da passiert? Die Punkte der Minority Safe Pack Initiative wurden am 15. Januar dieses Jahres von der Europäischen Kommission abgelehnt. Jedoch sehen wir, dass viele Staaten Europa und auch das Europäische Parlament mit dem nicht einverstanden war, weil wir hatten ja im Vorhinein eine Resolution im Europäischen Parlament, die mit einer Dreiviertelmehrheit verabschiedet wurde, die für die Umsetzung unserer Bürgerinitiative gestimmt haben. Von daher ist das nicht nur für uns, sondern auch politisch sehr enttäuschend, dass die MSPI abgelehnt wurde. Es gibt aber Hoffnung, und zwar die FUEN ist jetzt auch Teil eines lang angelegten Dialogs auf Ebene der Europäischen Kommission, wo wir über einen Punkt der MSPI zumindest jetzt in Verhandlungen sind, und zwar wo es darum geht, den grenzüberschreitenden Zugang zu audiovisuellen Medieninhalten auf EU-Ebene zu verbessern. Das heißt, eine Lockerung des Geoblockings könnte eventuell absehbar durchgesetzt werden. Das reicht der FUEN aber nicht. Sie will auch mit ihren weiteren Anliegen neue Anläufe starten. Ein Ziel der MSPI war auch die Schaffung eines europäischen Zentrums für Sprachenvielfalt, also einfach eine von der EU finanzierte Zentrum, das sich mit der Forschung von Regional- und Minderheitensprachen auseinandersetzt, auch dementsprechend finanziert ist und einfach auch viele Möglichkeiten bereitstellen würde, um die Sprache aufrechtzuerhalten, um sie weiterzuentwickeln, um Forschung zu betreiben. Und ich denke, eben für die friesische Minderheit wäre das ein großer Mehrwert. Damit wir alle wissen, was der Friesenbaum ist. Genau, sozusagen. Ja, dann könnte man das dann auch in die Forschung aufnehmen. Dankeschön.